Hey Leute, willkommen zu Let's Play Spider-Man Web of the Shadows. Ich bin euer Ruskalper. Und das ist Spider-Man. So, wo war ich jetzt? Ich hab jetzt seit drei Tagen nichts mehr hochgeladen oder so, keine Ahnung. Von daher weiß ich es gerade nicht. Und was war die Mission? Suche die Unruhe. Welche Unruhe? Ich weiß es gar nicht mehr. Hä? Hallo? Frame? Lass mich nicht. Okay, guck ich mal einfach. Und voran. Ah. Da muss ich hin. Ups. Das war jetzt ziemlich unprofessionell. Falsche Taste. Und oh, ich hab Vorfahrt. Wenn du an dem scheitert, ach so. Ja, fortsetzen. So, das dritte Kapitel jetzt. Kann man so sagen. Ups. Das Kommando. Als Bürger von New York verlange ich, dass diese Brücke geöffnet wird. Ich habe meine Befehle, Sir. Manhattan steht unter Quarantäne. Weißt du, Kingpin, die Brücke würde die Belastung deines Gewichts einfach nicht... Ich weiß genau, was hier los ist. Sag mir, wie geht es deinem kleinen außerirdischen Gefährten? Ich habe vor, mich auf meinen Landsitz zurückzuziehen. Geh beiseite. Hat der dicke Junge ein bisschen Angst, oder? Wo sind all die Guten hin? Wo ist Richards? Stark? Irgendein sogenanntes Genie, das diese Dinger beseitigt? Zu schade, dass alle verrückten Wissenschaftler in Rikers einsitzen. Vielleicht bin ich etwas zu früh aufgebrochen. Gehen wir! Wir gehen alle Mann zurück! Wenn ich so darüber nachdenke, wo sind Richards und Stark? Ich versuch's erst bei Richards. Sie sind mit dem Hauptquartier der Fantastischen Vier verbunden. Reed Richards, bitte. Für das analytische Datensystem drücken Sie die 1. Für das Toll. Wie wär's mit der 4? Wie in Fantastisch. Um mit Mr. Fantastic zu sprechen, drücken ja. Sie die 1. Dies ist das Büro von Dr. Richards. Dr. Richards befindet sich derzeit nicht in diesem Sternensystem. Schön. Versuchen wir es bei Stark. Sie sind mit Stark Industries. Ah, endlich. Ich möchte... Aufgrund eines Vorfalls der öffentlichen Gesundheit ist Stark Industries derzeit geschlossen. Wie mache ich was vor? Wenn er hier sein könnte, wäre er es. Vielleicht Hank McCoy. Ihr Anruf kann leider nicht entgegengenommen werden. Alle Leitungen sind belegt. Henry Prim? Ah, vergiss es. MJ, ich bin's. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Hey, hör zu. Ich habe eine verrückte Idee, um uns vielleicht zu retten. Ich gehe ins Rikers-Gefängnis und hole mir einen der Wissenschaftler, um eine Bombe zu bauen, die Symbionten tötet, aber die Menschen nicht. Der Bastler ist da drin. Aha. Natürlich muss ich da einbrechen, da S.H.I.E.L.D. und die Polizei hinter mir her sind. Aha. Mary Jane? Ich werde das Gesetz brechen. Okay, pass auf. Du musst tun, was gut okay. für richtig ist. Danke. Ich muss los. In Ordnung. Zeit für drastische Maßnahmen. Spider-Man, du weißt schon, dass Handys nicht abhörsicher sind? Natürlich weiß er das. Eine schlaue Art, Hilfe zu holen, junger Mann. Nein, eigentlich... Tu es nicht. Du hast die richtige Idee. Du wirst ein Krimineller sein. Du wirst die Stadt retten. Hey, möchtest du vielleicht das Richtige tun? Das ist nicht so einfach. Aber hey, natürlich. Rikers, es ist eine Insel. Ich muss rüberfliegen. Freiwillige? Ja, okay, gut. Bevor ich jetzt irgendwas wähle und darauf hinausgehe. Wir haben uns gerade das Segen von Mary Jane geholt. Also dürfen wir jetzt das Gesetz brechen. Weil der dicke, fette Kingpin ja uns auf die Idee gebracht haben. Und weil wir jetzt einen Wissenschaftler brauchen, der alles wieder zurechtrücken kann,
Weil wir nicht so schlau sind, wie in den Filmen eigentlich dargestellt werden, sind wir eigentlich ziemlich schlau, aber Auch nicht die Schlauschen. okay, ja, und jetzt gehe ich darauf ein. Ja, der Moonlight oder Moonlight, ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Und der Geier. Ups, ich habe gerade gerülpst. Naja. Ja. Der Moonlight meint, weil er sehr für die rote Seite ist, der Rotte also für die gute Seite, wir sollen das nicht tun. Aber natürlich meint der Geier, wir sollten das tun, weil das ist das Richtige ist. Wir rennen damit die ganze Stadt. Überlegen wir mal. Also. Also, wenn ich jetzt in der Geier bin, ja? Will ich ganze Stadt retten? Ich rette Anna. Moonlight meint, ich rette auch Anna. Aber ich muss dann was Richtiges machen. Anna, meine Mo und raus bist du. Tja, scheiße, was? Rikers ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Ziemlich ironisch, dort mein erstes Verbrechen zu begehen. Ich wusste nicht, wie ich den Bastler finden sollte. Ich wusste, dass er im Hauptzellenblock war. Ich wusste außerdem, dass ich einen Rambock brauchen würde, um durch alle Sicherheitstüren zu kommen. Ja, wir haben uns für die schwarze Seite entschieden. Finde einen Weg durch das Gefängnis. Hier, guck mal, die Freiheitsstatue. So nah war ich noch nie an der Freiheitsstatue. Ah, aua. Also, irgendwer. Wer? Wer zum Teufel? Achso. Oh, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Das war eigentlich nicht so gedacht. Na egal. Was ist hier? Können wir hier rein? Nein, schade, oder? Nö, können wir nicht. Schade. So, ich wecke dich jetzt ein. Nein, da sollst du nicht hin. Jo, da sollst du hin. Halt dein Maul. So, jetzt wechsle ich den schwarzen Anzug. Und drück dir jetzt, was? Y. Ja, und hier haben wir Rhino. So, für alle Spider-Man-Fans. Ihr habt sicher den Trailer zu Spider-Man The Amazing Spider-Man 2 gesehen. Und da wird auch Rhino auftauchen. Nur, damit ihr es wisst. So, und jetzt werden wir mal hier erstmal außen alles. Wir campen jetzt uns von außen nach innen. Weil ich das so möchte. Und zack. Ja. Bam. Und zack. Und na, bams. So. Ja. Zack. Und nochmal. Hier so die ganze Zeit weiter.
Guck mal, da brennt New York. Da raucht es besser gesagt. Naja, ist ja gewohnt. Denke ich mal. Kein Unterschied. Und Bums. Und zack. Na, guckst du doof, was? Ups. Was? Kann ich das mal machen? Gar nicht. Schade. Bam! So, würde ich mal sagen, gehe ich mal zu Rhino. Zack. Und räumen wir erstmal hier auf. Insasse Nummer. Hey, der. Alter, das ist doch ein alter Opa. Das ist auch ein alter Opa. Das ist jetzt kein. Alter Schwede. Es ist kein alter Opa, aber trotzdem. So, jetzt werden wir Toro reiten. Weil das so ist. Ja, jetzt können wir Rhino steuern. Drücke Taste 1, um schneller zu werden. Drücke Y, um langsamer zu werden. Oh. Verdammt. So, ich glaube, wir müssen Rhinos Wut. Autsch. Bams. Du kannst jetzt auf Rhino schießen, um ihn Wutmodus zu versetzen. So, gut. Ich kann. Wow, cooler Move. Hey. Ja, okay, das war mein Schuss in den Ofen. Da lang. Los, Rainer, los, Attacker. Wir können so lange, bis wir... Bums. Jetzt. Mach ihn platt. Was ist das? Was passiert? Was macht der da? Hey. Und mitten auf die Fresse. Und nochmal, alter Opa. Und jetzt du und zack. Und ouch. Okay, das war mal nix. Und zack.
Muss ich denn lang überhaupt? Oh, Opa! Sei mal ruhig. Bam. So richtig verprügelt. Eigentlich brauche ich das nicht. Eigentlich bräuchte ich den Rhino gar nicht. Aber ich habe es trotzdem getan. Das kann nicht wieso. Weil ich glaube theoretisch könnte ich ja auch. Ich meine ja nur. Ach, da muss ich. Sagst du es doch einer? So riesig die Füße weggehauen. Ach so.